Ja, hallo, liebe Bastelfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Patchwork Modellbau. Schön, dass ihr reinschaut zum nächsten Video auf diesem kunterbunten Modellbau-Kanal. Und wir gehen in die Zukunft, kann man sagen. Es ist ein sehr futuristisches Projekt, das kann man nicht anders sagen. Aber ja, wir wollen weiter schrauben und stecken und auch ein bisschen kleben tatsächlich an unserem Optimus Prime. Da steht er schon parat. Die nächsten 6 Ausgaben liegen parat. Die Ausgaben 39 bis 44. Das sind mal die hier, die Anfangs- und die Endausgabe für heute. 6 Stück, die wir verbauen wollen. Und wir wollen weitermachen genau da, wo wir letztes Mal aufgehört haben, nämlich am Torso unter anderem. Der hat sich ja letztes Mal schon, wie ihr sehen könnt, richtig gut entwickelt. Ein richtiger fetter Klotz geworden. Auf jeden Fall hat sogar Beleuchtung mittlerweile hier drin, wie man hier sehen kann. Das ist alles schon soweit montiert. Da wollen wir noch weitere Teile anbauen, beziehungsweise obenrum, wo dieser Rahmen dran ist, da werden noch jetzt Abdeckungen kommen. Und es wird auch eine Steuerplatine eingebaut, habe ich schon gesehen. Das kommt ebenfalls mit ins Spiel. Das sind aber auch nur 2 Ausgaben von diesen 6. Denn die anderen 4 beschäftigen sich mit dem Bau der linken Schulter. Ja, ist spannend, dass wir das rechte Bein haben. Dann gehen wir in den Torso und dann zur linken Schulter. Also einmal quer rüber. Ja, aber wie dem auch sei. Egal. Auf jeden Fall, das ist das Thema für die anderen 4 Ausgaben. Und die linke Schulter wird dann am Ende auch mit angebaut. Ja, das ist der Plan. Also ran an Speck. Wir haben ein bisschen was zu tun. 6 Ausgaben für unseren Optimus Prime. Da sind sie alle Ausgabe, was haben wir? 39, so ist richtig. 39 bis 44. Viel Spaß. So, ihr Lieben, kümmern wir uns um die ersten beiden Ausgaben für heute, Ausgabe 39 und 40. Da bekommen wir diese beiden Abdeckungen oder die Panels für den Torso, auf jeden Fall Upper Torso Panel und Front und Rear, also vorderes und hinteres, oberes Panel für den Torso und 2 Supports, genau, das sind die beiden hier, die sollen mit angesetzt werden. Und das machen wir nochmal eben, das ist genau diese Seite, die wir benutzen wollen. Und dann kommen wir ein bisschen näher ran. Und dann haben wir hier 2 Stücke, die so angesetzt werden. Wahrscheinlich passen die auch nur in einer Position rein. Genau, das passt nur hier hin. Das andere passt wahrscheinlich auch nur hier hin. Genau, allein schon von der Position. Okay. Und soll dann verschraubt werden. Das Ganze mit IP-Schrauben. Das ist doch schön. Das funktioniert schon mal nicht so dolle, wie ich wollte. Nimm mal den größeren. Dann läuft das besser. Das ist auch keine Kunst, einfach zusammenschrauben. Ich habe schon gesehen, wir müssen teilweise ein bisschen was kleben heute. Mal gespannt. Mit Kleben war ich eigentlich gar nicht so vorbereitet drauf, dass man bei dem Modell kleben muss. Aber okay, wir machen das. Gar kein Problem. So. Und ja, richtig halten, wie man es am besten halten kann. So, da hier jetzt noch treffen. Ich habe keinen Tatterich, aber heute, aber manchmal wollen sie nicht. So, die haben wir dran. Sie sehen ein bisschen aus wie Antennen, so ein bisschen, aber sind sie nicht. Ja, und dann sollen wir im zweiten Schritt für die Ausgabe 4 Decals anbringen. An die hinteren Platten vom Torso, diese hier, die werde ich für mich hinter der Kamera machen, weil vor der Kamera ist es ein bisschen schwierig, das braucht ein bisschen Geduld und soll auch richtig sitzen, deswegen mache ich das für mich. Da komme ich ja später auch ohne Probleme noch ran. Ja, das war schon die 39, nicht so spektakulär. Dann geht es direkt weiter mit der 40, da bekommen wir diese Steuerplatine. Ja, wir haben letztes Mal ja schon ein paar extra Kabel bekommen, da haben wir sie. Jeden Port mit entsprechenden Nummern sei schon Buchstaben markiert. Hier haben wir, was haben wir denn hier? NMS, LK und B. Und wir haben hier ein Kabel, das ist mit B gekennzeichnet. Das heißt, wir können das auch schon mal einstöpseln in den B-Slot. Genau.
Zack, haben wir schon mal drin. Und dann wird das ganze Element in dieses Teil mit eingebaut. Genau, kommt die Platine mit rein, wird gleich verschraubt. Das Kabel kann aber schon mal hier nach außen geführt werden. Ist schon mal wichtig, dass es hier schon mal nach außen geführt wird. Und jetzt soll die Platine verschraubt werden mit zwei weiteren IP-Schrauben. Machen wir auch. Hier natürlich wieder mal achten, gerade jetzt bei den Optimus Prime Bauern, wo wir jetzt, wo ihr vielleicht nur zuschaut, wer weiß, dann sage ich es gerne nochmal. Nicht zu fest schrauben, damit man sich die Platine nicht zerdrückt, weil die kann dann leicht brechen. Also so fest, dass sie nicht wegrutscht, das ist alles vollkommen in Ordnung. Und gerne die Platine vor Staub schützen. Zu viel Staub macht Funken. Aber auch nur einmal. Dann sind sie weg. So, das haben wir. Dann kommt jetzt genau diese Hälfte, genau, mit an den Torso mit dran. Alles klar. Dann kommen wir hier hin. Und zwar an die hintere Seite vom Torso. Okay. Mit der Öffnung nach oben kommt das jetzt zusammen. Hier haben wir zwei große Löcher. Die gehen hier in die Mitte mit rein. So, seht ihr schon, die kommen hier wieder raus. Und auf der Seite haben wir jetzt zwei Löcher zum Verschrauben. Das werden zwei FM-Schrauben werden. Okay. Die sind ziemlich dick. Ich nehme mal Öl dazu, damit das besser klappt. Stimmt, der Rahmen hier in der Mitte ist auch Metall. Dann schaue ich mal, dass wir da ein bisschen mehr Öl reinkriegen. Sind auch vergleichsweise lang, da muss man ein bisschen was schrauben. Aber ich glaube, das Öl hätte man sich sparen können, aber man macht es lieber, bevor es dann klemmt und hakt. Das soll ja auch nicht sein. So. Schraub, Schraub, Schraub. So, dann sitzt das dran. Und dann kommt der vordere Part mit dazu, der jetzt hiermit angesetzt wird. So, um genau zu sein, dass die Öffnung weiter oben bleibt. Genau, so kommt das zusammen. Und da werden dann mit Sicherheit die zwei XP-Schrauben benutzt werden müssen, die wir noch übrig haben. Schraub, Schraub, Schraub. Auch ein bisschen länger das Ganze, aber das geht. Gut. Und dann noch einmal hier in das Loch. So, die Platine bleibt weiter offen für uns alle zum Einstöpseln der Kabel. So, haben wir dran. Was haben wir hier? N und was haben wir hier gehabt? M. M und N. Okay. Das werden die beiden oberen sein. Werden mit Sicherheit eingestöpselt, aber mehr haben wir noch nicht. So, den Bereich haben wir dran. Und das war erstmal alles für den Torso. Ah ne, doch nicht. Ich sehe gerade noch zwei Platten. Genau, die sollen angesetzt werden. Hier im vorderen Bereich, alles klar. Mal gucken, die soll, glaube ich, dann hier hin, an den Ball hier. So, sollen die mit ran. Einmal. Ja, genau. Und hier die zweite. So, sitzt. Wunderbar, haben wir auch mit dran. Gut, dann haben wir die ersten beiden Ausgaben geschafft. Legen wir beiseite. Und nun geht's los mit der linken Schulter. So ihr Lieben, wir legen los mit den nächsten beiden, Ausgabe 41-42. Da geht es jetzt an die ersten Teile für die Schulter. Das Stück ist aus Metall, kann ich schon mal sagen. Die anderen sind aus Plastik. An dieses Teilchen sollen drei Kappen angesetzt werden, die wir bekommen. Diese drei. Und zwar hier in diese Löcher an den Seiten. Kommt hier einmal eine rein. Zack. Die zweite auf diese Seite. Und die dritte auf jene Seite. Okay.
So, das war der erste Schritt. Alles klar, dann kommen wir zu diesem Rahmenstück. Da haben wir hier ein Loch und da kommt auch ein Detail dran, nämlich dieses Stückchen. Das ist an einer Seite abgeschrägt, das heißt, es geht nur in eine Position. So, haben wir. So, okay. Dann haben wir noch dieses Stück, das kommt wieder an das erste Stück mit dran. Ist auch abgeschrägt in einer Position, das heißt, es geht nur hier hin. Haben wir auch. Und dann kommen beide Elemente auch schon zusammen, so wie es aussieht. Ja, okay. Und zwar hier oben haben wir zwei Verbindungspunkte. Die setzen wir hier zusammen. Richtig so. Oder andersrum. Andersrum. Ah ja, so passt das besser zusammen, genau. Und wird dann mit zwei CP-Schrauben, das sind zwei kleine silberne, dann auch schon festgehalten, das Ganze. Da geht auch ein kleinerer Schraubendreher, zack, einmal. Zack, und die Nummer 2. Wunderbar. Haben wir. Und das letzte Stück, das ist dieses hier, das kommt hier unten mit dran. Und zwar, genau, mit dem goldenen Stück nach vorne kommt das hier ran. Und da haben wir so einen Stift hier, den stöpseln wir einmal durch. Da müssen wir nur gucken, dass wir alle Löcher treffen. Ja, jetzt müssen wir gucken, ob wir den so reindrücken können. Ja, geht nur halb, dann nehmen wir uns mal eben eine Zange. Wo wir den zack einmal reindrücken können, dann hält das Ganze bombenfest. Gut, das war die 41. Jo, und dann machen wir gleich weiter mit der 42, wo neue Platten dazukommen. Und zwar sollen wir uns, hier muss ich mal gucken, welche das ist. Teil 42 B, das ist jene hier mit diesem Muster dran. Das kommt jetzt zuerst auf die Innenfläche, nicht auf die Außenfläche. Hier, da, mit drauf. Da haben wir drei Löcher. Die müssen einmal hier übereinander gelegt werden. So. Genau. Und wird mit drei FM-Schrauben verbunden. Mal gucken, ob das so klappt. Wir haben ja hier glänzendes Metall, also nicht großartig lackiert. Schauen wir mal, was jetzt funktioniert, ob es funktioniert. Wenn nicht, kommt Öl ins Spiel. Ja, es muss Öl ins Spiel. Da passiert nämlich leider gar nichts. Ne, was eben kein Problem war, das rauschte so durch. Wird jetzt hier doch zum Problem. Dann kommt Öl ins Spiel, die ganze Sache geschmeidiger macht, beziehungsweise wenn es nicht klappen sollte auf Anhieb, einfach einmal die Schraube wieder raus und wieder reindrehen, dann ist das Gewinde schon mal da oder von Farbe befreit. Im zweiten Anlauf geht es dann meistens noch besser. Aber wenn man sich einen Anlauf sparen kann mit dem Öl, dann machen wir das auch. So. Und auch die dritte Metallschraube ist mit drin. Gut. Dann kommt als nächstes, mal gucken, ich glaube diese Platte dazu. In diesem Bereich haben wir wieder drei Schraublöcher. Das kommt jetzt hier übereinander, so. Und wird auch verschraubt, jetzt aber mit drei KP-Schrauben. Alles klar, machen wir auch. Kein Problem. Zack. Nummer 2. Die Plastikschrauben gehen erfahrungsgemäß immer besser rein.
können aber auch leichter durchdrehen. Aus Erfahrung. So, haben wir auch zusammen. Und dann kommt zum Schluss diese Platte ins Spiel. Vorher sollen wir aber diesen Bolzen hier mit einsetzen. Der kommt hier in das Loch mit rein. So wie das aussieht, genau. Einmal durchstecken. So, das wird schon spannend. Oh, der hat Widerstand. So, einmal durchstopfen bis hier. Hat ein Gewinde am Ende. Okay. Und dann soll das Ganze einmal gedreht. Dann hier ran. Ich denke mal, dass auch hier wieder die Schraublöcher alle übereinander liegen sollen. Das wäre dann hier der Fall. Genau. Und dann kommen auch hier drei KP-Schrauben mit rein. Genau. Und dann sind auch diese beiden Ausgaben fertig. Wir haben schon gut was geschafft tatsächlich. Ausgabe 44 sind wir gleich am Ende. Jetzt haben wir gerade 42. Nach dem Video 44 von 115. Also wir haben schon gut was weggehauen. Ist halt der Vorteil, wenn man 6 Ausgaben pro Monat kriegt, kommt man halt schneller voran als bei 4. Auch wenn es natürlich im Abo teurer ist. Was jetzt jedermann zusagt, glaube ich jetzt nicht so, aber okay. Das ist das Ergebnis. Ja, das waren die beiden Ausgaben. Und zwei haben wir noch, die 43 und 44. So, und zwei Ausgaben haben wir noch, die Ausgaben 43 und 44 für heute. Da kommen ganz viele Kleinteile jetzt noch dazu, bevor wir das ganze Stück dann am Torso mit anbauen sollen. Wir gehen weiter zur linken Schulter. Brauchen zunächst, muss man selber gucken, welches Teil das ist. Es kann nur dieses hier sein, 43A. Genau, das ist aus Metall übrigens wieder. Und da kommt dieses Stück drüber. Da haben wir jetzt, muss ich mal gucken, dass wir hier zwei freie Flächen haben. Und hier steht einmal die Seite A mit dran. Das heißt, das wird hier mit Sicherheit auf diese Seite kommen. Aber soll das so sein? Bin mir noch gar nicht so sicher. Eher so hier hin. Würde ich jetzt mal tippen. Aber ich denke mal, dass das so sein soll. Ja, so soll das rübergelegt werden erstmal nur. Und dann kommt dieses Stück dazu, was hier, glaube ich, reingelegt wird mit den Abstufungen nach unten. So, kommt das, denke ich, mal ran. Und da kommt jetzt dieser Metallring drüber. Der geht jetzt hier in die größeren Führungen. So, der hier. Und der soll tatsächlich festgeklebt werden. Okay, dann machen wir das. Dann kleben wir den fest. Machen wir hier so ein bisschen an die Innenfläche. Beziehungsweise ja, machen wir auch hier an die Flächen. Hätte ich nicht gedacht, dass man mal bei dem Optimus Prime Kleber braucht. Aber gut. Dann machen wir das. Setzen den drauf, damit der nicht mehr abhauen kann wahrscheinlich. Das Innenleben. So, haben wir das dran. Und natürlich gut gucken, dass es hält. Erst einmal. Aber das sollen wir auch eben zur Seite legen. Also von daher ist es jetzt nicht so ein Drama. Ja, lassen wir mal eben. Legen zur Seite und lassen das trocknen. Gehen wir zurück zur Schulter. Da kommt jetzt eine Feder, eine dicke Feder zum Einsatz. Die kommt hier rüber, in der Mitte. Achso, und dann soll das schon eingesetzt werden. Gut, schade, so viel dazu. Soll das jetzt schon eingesetzt werden? Dann müssen wir gucken, dass die Öffnungen von dem hier und von dem Schraubpunkt zusammenpassen. Ja. Haben wir jetzt natürlich Spannung drauf jetzt. Das wird natürlich interessant. Dann kommt eine Unterlegscheibe. Eine kleine oder eine große? Die kleine macht keinen Sinn. Da wird schon eine große nötig sein. Ich nehme das nochmal eben ab. Vorsichtig. Dass ich schon mal eine PM-Schraube zurechtlegen kann. Hier kann auch die Unterlegscheibe aber rüber. Wirklich.
Soll die da rüber? Die ist ja viel, viel zu groß, aber okay. Mehr haben wir auch nicht, so. Lege schon mal parat, dann kommt das hier nochmal drüber. Und das wird aber spannend, das Ganze jetzt zusammenzuhalten. Auf der einen Seite zusammenhalten. Auf der anderen Seite schrauben. Das wird spannend, genau, zumal die Unterlegscheibe natürlich so wieder abhaut. Ja, da ist mir auch schon der Ring wieder abgeflogen, weil er noch nicht fest war. Das ist natürlich Schiete. Dann kommt der hier wieder drauf auf die Fläche und das trocknet jetzt eben durch und ich bin gleich wieder da. So, ich habe es mittlerweile zusammengeschraubt bekommen und musste da, ich habe das jetzt separat gemacht, die Unterlegscheibe erst drüber gelegt oder rangelegt über das Loch. Und dann die Schraube durch. Aber jetzt sitzt das. Dann sollen noch zwei weitere Details angebaut werden. Diese hier. Nämlich zuerst kommt das hier ins Spiel. Ist das richtig? Genau. Das soll hier einmal über das Loch rüber. Aber man sieht ehrlich gesagt kaum, wie das sein soll. Irgendwie doch so hier, da. Soll das wohin? War das wieder wackelig hier? Und so mit einer SP-Schraube. Verbunden werden. So scheint das dann zu passen. Okay. Und dieses Stück soll auch okay festgeklebt werden. Tatsächlich kommt hier oben an diese beiden mit ran. Hier soll es hin. Da soll das dran, aber auch festgeklebt werden. Na gut. Dann machen wir das auch. Machen an die hier ein bisschen Kleber ran. Dann geht das Handy los, nur nicht im Raum, das kann warten. Man hört es dann trotzdem, wenn der Rest ruhig ist hier in der Bude. So, sitzt auch dran. Ja, das war die Ausgabe 43. Eine haben wir noch, die Ausgabe 44. Die liegt auch schon netterweise direkt parat hier. Und zwar sollen wir jetzt gucken, dass wir dieses Stückchen, das kommt als nächstes hier an die ganze Schulterkonstruktion ran, jetzt von innen kommt das Ganze, hier haben wir drei Schraubpunkte, hier haben wir drei Löcher, oder allgemein so, kommt das zusammen, wird verschraubt mit drei BM-Schrauben. Das schreit nach Öl, mal gucken. Die sind nicht ganz so dick wie die Metallschrauben von eben, aber wir wollen es auch nicht riskieren. Dann machen wir das. Ja, geht dann doch ganz gut. Mit einem passenden Schraubendreher, ein Hauch Öl, kriegen wir das gut zusammen. Mal gleich den untersten hier nehmen. Zwei. Und Nummer 3. Nicht abglitschen. Das wäre doof. So, haben wir auch dran. Dann kommt jetzt eine von diesen Unterlegscheiben. Das ist, glaube ich, die hier. 44C ist die größere von denen. Oh ja, okay. Die wird jetzt einmal hier oben mit eingelegt, so wie das aussieht. Ja. Das machen wir. Zack, in diese Position. Und dann kommt dieses Teil dazu, das aus Metall ist, sehe ich gerade. Ich sehe Metall. Nee, ich merke es. Und soll so mit dem Stück nach innen, zeigend wohl, angesetzt werden. Ja. Das ist doof, wenn das wieder wegflutscht hier so. Cool, wenn man wegrutscht, ist natürlich geil. Bleib du da drin. Dann kommt der darüber. So ein bisschen drücken.
So, das liegt jetzt genau übereinander. Jetzt sollen wir ein bisschen spielen hier mit dieser Mutter und mit diesem dicken Gerät, das ist ein Schlüssel quasi, und diesen fetten Bolzen. Hier kann man das Ganze schon einsetzen. Das ist wunderbar. Und dann wird das hier drauf geschraubt. Okay. Und dann müssen wir von dieser Seite einmal die Mutter dran halten. Jetzt wird es aber schon spannend, weil wir brauchen eigentlich noch einen Schlüssel, um das festzuhalten. Den hole ich mal eben. Oh, geht das? Nein, das geht nicht. Ich hole mal eben eins, geht sofort los. So, wir hatten tatsächlich mal einen bekommen in dem Projekt Ausgabe 13. Gut, dass ich ihn noch wiedergefunden habe. Also, den nutzen wir hier. Um die Mutter, die kommt nämlich hier ran. Beziehungsweise das Ganze kommt hier jetzt durchgesetzt. Gucken, ob wir treffen. So, und können das dann mit dem Schlüssel auch gut durch. Erst, können wir es erstmal so durchdrehen. Ohne die Mutter. Ein gutes Werkzeug dafür. So, jetzt sind wir auf der Höhe angekommen, wo die Mutter zum Einsatz kommt. Dann schauen wir mal, dass wir die hier. In Position halten können. Das natürlich schwierig ist, wenn das Ganze alles glatt ist. Die rutscht natürlich einem gleich so weg. Oder wir machen es vielleicht anders. Wir schrauben das erstmal komplett durch. Soll es komplett durchgeschraubt werden? Weiß ich gar nicht. Und nehmen dann die Mutter und schrauben das dagegen. Erstmal überhaupt, dass das so zusammenkommt. So, erstmal grob zusammengesetzt. Jetzt mal gucken, wenn ich den hier einmal ansetze. Okay, dann funktioniert das. Dann rutscht einem die Mutter nicht weg. Wir können den Bolzen hier durchschrauben. Das können wir tun. Mal gucken, dass wir es in richtiger Position halten. Ja gut, hier sind wir jetzt schon am Ende angekommen. Hier noch nicht. Okay, das war natürlich auch nicht so schlau. Jetzt müssten wir den hier weiterschrauben, ne? Okay, das war doof eigentlich, was ich hier gemacht habe. Ja, okay. Dann machen wir es da vielleicht doch anders. Oder ich mache das doch fest und schraube das dann gleich manuell halt einfach weiter, weil hier sind wir am Ende und jetzt müssen wir noch die Mutter weiterziehen. Ich glaube, das mache ich eben auch für mich, aber hilft nichts. Und dann wollen wir gleich schon die Schulter anschrauben. So, der Werkunterricht ist beendet. Die Schraube sitzt mittlerweile durch und die Mutter ist auch am Rande mit angekommen. So soll es sein. Und dann geht es jetzt darum, dass wir alles zusammensetzen wollen. Beziehungsweise kommen erstmal zwei kleine Unterlegscheiben, einmal hier oben und einmal hier unten in diesen Zapfen mit rein. Okay, dann müssen wir wieder kleben. Sehe ich schon. Kommt schon der geklebt hier. Könnte mir aber vielleicht zugutekommen. Mal gucken, ob wir die schon hier einlegen können. Ist toll, dass wir die kleinen auch einkleben sollen. Die große eben aber nicht. Das ist auch cool. Aber okay. Rum, denk mal so rum. Und man schmeißt sie weg. Das ist natürlich auch cool. So. Jetzt haben wir diese Scheiben in beide Vorrichtungen drin. Und sollen dann beides jetzt mit dem Torso verbinden. Ja, guck mal einer an. Okay.
Dann machen wir das. Die ganze Konstruktion. Da ist er. Und das ist der vordere Bereich. Das heißt, wir gehen auch hier mit ran. Und hier sehen wir schon die Verbindung, die jetzt entsteht. In der Hoffnung, dass die Scheiben nicht wegrutschen. Ne, tun sie nicht. So, mal gucken, dass wir das richtig in die Position setzen. Aber ich denke mal, so sind wir richtig. Und dann kommen jetzt K und L. Eine kleine und eine große Unterlegscheibe. Okay. Erst eine große. Diese große Platte hier, diese. Oh Gott, die darf jetzt auch nicht wegfallen. Und dann eine kleine. Und dann noch so ein Bolzen. Da ist er. Oh Gott. Ich versuche den jetzt mal hier drauf zu stecken. Schon mal. Und jetzt zu gucken, dass ich das hier treffe. So. Getroffen mehr oder weniger habe ich. Ja, aber das jetzt zu drehen ist natürlich mega cool. Kann man das bewegen? Nö. Da ist jetzt überhaupt gar kein Platz mehr hier zum Drehen, zum Schrauben. Brauchen wir jetzt wieder unseren Schlüssel. Ich kann es noch nicht mal erkennen. Okay, wir können den wohl irgendwie wegklappen hier, aber auch nur nach oben. Das macht ja auch wenig Sinn. Das heißt, wir müssen hier, glaube ich, den jetzt einmal hier ansetzen. Und versuchen hier durchzuschrauben. Was momentan noch überhaupt gar nicht funktioniert. Und jetzt ist der nämlich irgendwie noch reingefallen. Wie soll das denn funktionieren? So, ihr Lieben, das war eine halbe Verzweiflungstat, das Ganze jetzt hinzukriegen. Mein Gott, das hat wirklich gedauert hier. Jetzt sitzt das alles, wie ihr sehen könnt, hier zusammen. Wenn ihr das selber macht bei eurem Optimus Prime, nehmt euch Zeit, das kann wirklich dauern, denn wenn wir das Ganze, diesen Bolzen, erstmal hier oben einsetzen, werdet ihr irgendwann das Problem haben, dass der neue Bolzen da mit dem alten Bolzen von gerade eben aufeinander trifft, beziehungsweise der Schlüssel keinen Platz mehr hat. Das heißt, da wird es schon schwierig. Und bei mir war das Problem obendrauf noch, dass die Löcher hier in dem Rahmen nicht ganz hundertprozentig durch waren. Das heißt, ich hätte wie einen Wolf schrauben können, die gingen da nicht durch. Ich habe erstmal alles abgebaut, die Schraube dann separat durch die Löcher gedreht, damit überhaupt das Gewinde da ist. Und dann hat man es einigermaßen hinbekommen und zurechtsetzen können. Ihr könnt die Schulter übrigens immer so wegklappen. Das heißt, man kann hier, auch wenn man nicht mehr mit dem Schlüssel rankommt, mit dem weitermachen und ein bisschen das Ganze festziehen. Das geht auch, vorausgesetzt, es passt überall. Ja, das haben wir jetzt soweit erledigt. Ich habe gerade überhaupt gesehen, dass die beiden Teile noch zusammenkommen müssen übrigens. Das habe ich gar nicht richtig gesehen. Aber die sollen wohl auch zusammenkommen. So, das haben wir jetzt erstmal erledigt. Legen wir uns zur Seite und machen die letzte Amtshandlung für heute und sollen nämlich diese Supports zusammensetzen. Aber ich denke, das kriegen wir jetzt hoffentlich schneller hin, werden wir sehen. Und zwar sollen die hier so, oh Gott, ich muss selber gucken, wo die hinkommen. Achso, wir haben hier zwei Löcher jeweils und hier Führungen. Die dann hier übereinander gelegt werden. Und dazwischen, ist das so? Sollen noch drei von den Stiften rein. Dann gucken wir mal, ob wir die da. Das ist natürlich ganz tatterig von den ganzen Anstrengungen vom ersten Teil. Natürlich auch ganz praktisch. Guck mal, den kriegt man gar nicht mal hier richtig durch. Naja, so. Gucken, dass beides auf der richtigen Seite ist, wobei das identisch ist. Da ist es dann nicht ganz so dramatisch. Ja, am besten vielleicht so und dann gucken, dass man das von unten durchdrückt. Das kann man machen. Und dann mit einer Zange nachdrücken.
Wobei, ob das so sein soll, ist die nächste Frage, aber ich wüsste nicht, wie man sonst machen könnte. So. Ja, das müssen wir noch zweimal machen. Halleluja. Es läuft heute. Es ging schon mal besser. Ja, doch. Also heute hatte Optimus Prime einiges zu bieten, nicht aber nur stumpfes Zusammenstecken. Die Stifte müssen erstmal durch das Plastik rutschen. So ein bisschen wenigstens. Das ist schon das erste große Problem hier. Die Stifte durchs Plastik kriegen. Grob erstmal. Dann gucken, dass wir die vielleicht ein bisschen einfach durch einfaches Runterdrücken dann schon mehr durchbekommen. So. Und dann mit der Zange nochmal den letzten Druck verpassen. Dann geht das. Okay. Und weil es so schön war, aller guten Dinge sind drei. Ich glaube, diese Stifte sind durch Metall besser zu stecken als durch Plastik. Tatsächlich. Und die sind ja auch so riesig. So, mal leicht reingedrückt, dass sie nicht mehr abhauen können. Und dann kommt das Element dazu. Legen sie ein bisschen übereinander und drücken dann von unten nochmal gegen. Dass der Stift dann zumindest schon mal durch die Teile durchgeht. So. Dann wird das beides festgehalten und dann drücken wir das beides nur noch. Nur noch, ist auch gut. Komplett zusammen. So, dann haben wir die auch mit dran und dann sollen wir die, glaube ich, noch an der Schulter mit ansetzen. Die drei hier. Genau, zwei vorne. Und zwar soll die Seite mit diesem Stift hier rein und der andere wird hier rüber gehängt. Kabel weg. Oha. Das wird spannend. Wie soll denn das passen? Achso, es müsste ja theoretisch ein bisschen Spiel sein. Bei den Dingern. Ja, okay. Da haben wir es. So. Das ist einmal. Und dasselbe nochmal. Nämlich hier. Dann gucken, dass wir die darüber stülpen können. So. Und das Ganze drehen wir nochmal, weil auf die Rückseite kommt auch noch einer mit ran. Nämlich hier. So. Boah. Na. Ist mir jetzt egal. Das sitzt zwar nicht hundertprozentig, aber ist mir scheißegal. Das soll jetzt reichen. Ihr habt bestimmt schon langweilig geguckt hier. Das soll ja auch nicht sein. So. Damit haben wir das jetzt durch und der Abschnitt von der Schulter ist jetzt fertig. Ich brauche etwas zum Beruhigen. Man merkt es vielleicht nicht unbedingt an mir selber an der Wortwahl, aber innerlich nervt mich gerade die Kiste extrem. Aber ja, soweit sitzt das jetzt erstmal in Position und ich habe keinen Bock mehr. Ja, ihr Lieben, das waren sie, die Ausgaben 39 bis 44. Die haben es in sich gehabt. Zumindest die letzte Ausgabe 44 hat mir einiges an Nerven gekostet. Aber ihr seht, die Schulter ist mit dran, die linke Schulter am Torso. So sieht das Ganze mittlerweile aus. Und noch beweglich, wie man sehen kann, alles. Aber so sieht das Ganze jetzt fertig aus für diese Folge. Wie gesagt, die Decals mache ich noch hinten dran später. Das mache ich dann für mich. Habe ich jetzt keinen Nerv mehr zu. Da brauche ich erstmal
ein bisschen Zeit für mich und dann gucken wir weiter. Aber ja, so sieht das Ganze jetzt mittlerweile aus. Die linke Schulter sitzt mit dran und kann nicht mal aktuell. Ist einfach so. Das war wirklich nicht einfach, das alles zusammen zu poolen, aber ja, jetzt scheint es dann doch alles zu sitzen. Wie es weitergeht, ja, vielleicht mit der rechten Schulter, juhu, schauen wir mal. Wenigstens habe ich dann aus den ersten Ausgaben jetzt schon gelernt, wie das Ganze laufen soll. Dann schauen wir mal, aber ja, wir werden sehen, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird, wobei rechte Schulter wird schon fast Sinn machen, wenn wir den Torso soweit gebaut haben. Aber wir werden sehen, was passiert. Gut, danke euch fürs Zuschauen und Durchhalten und Mitleiden vielleicht auch. Das ist euch überlassen. Wenn euch das Video trotz alledem gefallen hat, Daumen nach oben da lassen, würde mich sehr freuen. Kanalabo genauso würde mich auch sehr freuen. Und dann bekommt ihr direkt Nachricht, wenn neue Videos auf diesem Kanal online gehen. Erstmal aber nicht mit dem Optimus Prime, der hat erstmal Sendepause zum Glück. Und bis zum nächsten Video. Euch allen noch einmal schöne Tage. Lasst es euch gut gehen. Bleibt gesund sowieso. Viel Spaß beim Weiterbauen eurer Projekte, außer den Optimus Prime. Da habt ihr momentan weniger Spaß, wenn ihr das genauso habt wie ich. Aber naja, wir sind Kummer gewohnt, wir Modellbauer oder Partworker in jeglicher Hinsicht. Immer mal wieder ja, durchschnaufen und dann geht's wieder. So, Feierabend und euch allen einfach schöne Tage. Viel Spaß beim Weiterbauen eurer Projekte und bis zum nächsten Mal. Ciao.